Toll, dich zu sehen. Wir drehen eine Dokumentation über den britischen Autokult und ich brauche einen zweiten Fahrer. Du hast dir einen Namen gemacht und es wäre toll, dich an Bord zu haben. Es ist ganz einfach. Du fährst, ich erzähle die Geschichte. Legen wir los. Aston Martin bis hin zu McLaren und Bentley. Großbritannien schaut auf mehr als ein Jahrhundert Automobile der Extraklasse zurück. Ich bin Rebecca Dawson. Willkommen bei British Racing Green, einer Dokumentation zur Feier dieser Geschichte. Der Aston Martin DB5 Vantage war der Inbegriff des Tourenwagens der 1960er. Eine Kombination aus britischer Ingenieurskunst und italienischem Design. Hatte Seitenzugvergaser und überarbeitete Nockenwellenprofile. Er konnte eine Höchstgeschwindigkeit von 260 Kilometern pro Stunde erreichen. Und das 1964. Die klaren Linien der Superleggera-Karosseriearbeit, die Liegesitze und Wollteppiche bildeten ein Auto, das sowohl luxuriös als auch schnell war. Bildete schließlich die Basis für die DB-Reihe. Wobei mit späteren Autos das Design in vielerlei Hinsicht verbessert wurde. Doch keins davon erreichte je die ikonische Perfektion des Vantage. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Trotz all seiner Schönheit und technischen Perfektion wurden nur 65 Exemplare dieser Schönheit gebaut. Wenn Sie einen besitzen, besitzen Sie ein Stück britische Geschichte. In 200 Metern hast du dein Ziel erreicht. Der silberne DB5 wurde in einem halben Jahrhundert der Filmgeschichte verewigt. Der klassische Aston Martin. Kurze Antwort lautet, ja, er ist gewagt, reaktionsschnell und wendig. Mit dem wohl besten GT-Fahrwerk der Welt. Und hören Sie mal. Mit seinem 5,2 Liter Biturbo V12 beschleunigt er in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 und kommt auf eine Höchstgeschwindigkeit von über 320 Kilometern pro Stunde. Ist nicht das schnellste Auto der Welt, aber das will er auch gar nicht sein. Er ist gehobener, müheloser Luxus. Er ist ein Aston Martin. Die Seitenzieler
Kettenleisten leiten die Luft nach hinten und erzeugen einen virtuellen Heckspoiler, der für Abtrieb sorgt, ohne die klaren Linien zu beeinträchtigen. Genial. Aber vor allem, denke ich, zeigt der DB11, dass Aston Martin für ein weiteres Jahrhundert wunderschöner Autos bereit ist. Und darauf freue ich mich schon. So schön diese Autos auch sind, Aston Martin ist nur eine von vielen Marken in Großbritannien. Schauen wir mal, was es noch gibt.